Nanu, was haben wir denn da? Das sind ja Dinosaurier-Eier. Drei Dinosaurier-Eier. Sie sind riesig, auch wenn sie natürlich nicht echt sind. Klar, sonst wären sie noch viel größer. Sollen wir das aufmachen? Mal sehen. Eins, zwei und was ist wohl darin? Es ist ein Apatosaurus. Der Dinosaurier, der am typischsten ist. Der mit dem langen Hals. Er müsste so aussehen. Statten wir ihn nun aus? Lassen wir die Gebrauchsanweisung hier, damit wir sie lesen können. Holen wir die Knochen vom Apatosaurus raus. Diese ganzen Teile gibt es. Nun, holen wir sie raus. Zuerst werden wir den Körper ausstatten. Das sollen die Rippen sein. Und das soll die Wirbelsäule sein. Schauen wir mal, ob das hier hinpasst. Ja, hier. Sicher, dass das hier hingehört? Ein bisschen seltsam, obwohl die Öffnungen übereinstimmen. Probieren wir es mal aus und schauen, wie es aussieht. Es passt. Aber findet ihr es nicht ein bisschen komisch? Es sieht aus, als wäre es falsch herum, oder? Ja, es ist falsch herum. Befestigen wir es andersrum. Das gleiche, die gleichen Öffnungen, aber auf der anderen Seite. So ist es viel besser. Jetzt befestigen wir den anderen Teil der Rippen. Seht ihr diese Öffnungen? Dieses Teil gehört hierhin. Übrigens, hier musst du deine Eltern um Hilfe bitten. Obwohl es ab 6 Jahren ist, ist es ein bisschen schwierig. Schau mal, das wäre der Schwanz. Und er gehört hierher. Aber der Schwanz ist nicht sehr lang. Und du brauchst noch ein Teil. Es passt perfekt. Schau, wie lang der Apatosaurus geworden ist. Und das? Was ist wohl das? Ich glaube, es hat etwas mit den Beinen von unserem Dinosaurier zu tun. Ja, genau. Es passt perfekt hierhin. Also muss das andere Teil, das gleich wie dieses ist, hierher. Drücken wir ein bisschen und verbinden dieses Stück, damit es nicht auseinander geht. Eins und zwei. Jetzt bringen wir den Hals an. Der Hals ist auch sehr lang. Dieses Teil gehört hierher, nicht wahr? Jetzt drücken wir ein bisschen. Und der Kopf? Wie klein! Ich verliere ihn fast im Sand. Der Apatosaurus hatte einen sehr kleinen Kopf und der Schädel war auch sehr klein. Er war wohl nicht so intelligent. Unser Apatosaurus sieht phänomenal aus. Jetzt fehlen nur noch die Beine. Sonst kann er nicht laufen. Die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine. Also nehmen wir die längeren Beine und befestigen sie hinten. Du musst darauf Acht geben, dass der Fuß nach vorne zeigt. Weil sonst befestigst du ihn falsch herum. Du musst darauf Acht geben, dass der Fuß nach vorne zeigt. Sonst befestigst du ihn falsch herum. Dieses Bein gehört hierhin. Und jetzt suchen wir das andere lange Bein. Hier. Fertig. Jetzt kann er sie bewegen. Unser Apatosaurus war nicht sehr beweglich, aber zumindest war er furchteinflößend. Und das, obwohl er kein Fleischfresser war. Aber er hatte einen gewaltigen Umfang. Schau, diese kurzen Beine gehören hierhin. Ich drehe ihn um, damit ihr es gut seht. Schau, achte auf den Fuß, der nach vorne zeigt. Dieser zeigt in diese Richtung. Und jetzt suchen wir das andere Bein. Das ist schon das letzte. Jetzt sind wir fertig. Der Hals, der Kopf und die Beine. Dieser Dinosaurier erinnert dich und an den. Der Hals, der Kopf und die Beine. Dieser Dinosaurier erinnert dich an den, der im Archäologischen Museum von Yale ausgestellt ist. Bestimmt hast du ihn in einem berühmten Film gesehen. In Nachts im Museum. Sein Name bedeutet trügerisches Reptil. Er hat vor ungefähr 150 Millionen Jahren im Jura gelebt. Und war 4,5 Meter groß und 26 Meter lang. Zum Glück war er Pflanzenfresser. Wie ich schon erzählt habe, war er so schrecklich, weil er so lang und groß war. Schau mal, bei unserem Apatosaurus bewegen sich die Beine, sodass du mit ihm spielen kannst. Und in diesem Ei, wen haben wir denn hier?
einem Pteranodon. Schauen wir mal, wo er sich versteckt, ob er schüchtern ist oder nicht. Hey, der Pteranodon. Hey, aber wo ist er denn? Pteranodon. Oh, wenn das Ei leer ist, müsste er hier irgendwo sein. Aber ich finde ihn nicht. Ach, Moment. Da kommt er ja schon. Na klar, weil ein Vogel ist und fliegen kann, hat er einen Ausflug gemacht. Weißt du, was sein Name bedeutet? Pteranodon bedeutet zahnloser Vogel. Er war einer der größten Tyrannosaurier, war 6 Meter lang und lebte in den Vereinigten Staaten. Weißt du, was ihn gekennzeichnet hat? Sein Schnabel, der sehr lang war, und sein Kamm. Was denkst du eigentlich, wovon sich der Pteranodon ernährt hat? Klar, von Fischen. Schau, wie sich sein Schnabel öffnet. Er ist bereit zum Fischen. Hey, Pteranodon, bleib hier. Wir haben hier immer noch ein Ei und wissen nicht, wen wir darin finden. Öffnen wir dieses Ei. Ach, da steht es ja deutlich auf dem Ei. Stegosaurus. Und, wie sieht dieser Stegosaurus wohl aus? Öffnen wir mal das Ei, um nachzuschauen. 1, 2 und 3. Hey, hier haben wir die Teile. Sie sind rötlich. Wie wäre es, wenn wir sie im Sand liegen lassen, damit sie aussehen wie archäologische Überreste, damit die Archäologen sie dort finden? Schau, das ist der Stegosaurus und er sollte so aussehen. So wie hier. Sowas, er ist wirklich ziemlich schön. Schau mal, was für Stacheln er am ganzen Körper hat. Lassen wir die Überreste vom Stegosaurus hier, falls ein Archäologe vorbeikommt, der Dinosaurierreste sucht. Wir werden sie hier, hier und hier anbringen. Schon fertig. Weißt du eigentlich, dass viele Dinosaurier-Eier fast perfekt erhalten wurden? Das älteste ist von vor 190 Millionen Jahren. Das ist fast nichts. Viele Eier waren wie diese, wie die, die wir hier gesehen haben. Oval und länglich und konnten bis zu 60 cm hoch und 20 cm breit sein. Warte mal, wir haben ja noch 2 Dinosaurier mehr. Und dieser, wer ist das? Ach, das ist ja der schreckliche Velociraptor. Oh je, der macht Angst. Dieser war nämlich Fleischfresser und sehr schnell. Sehen wir einmal, wie du rennst, Velociraptor. Ich glaube, die anderen Dinosaurier hatten Probleme, ihn zu schnappen. Er war nicht groß, nur etwa 1,5 Meter, aber er war sehr beweglich. Und man sagt, dass er sehr intelligent war. Aber warte, wir haben noch einen Dinosaurier. Und er ist auch nicht in einem Ei. Mal schauen, wer jetzt kommt. Hey, wir haben noch einen mehr. Schau, wie schön er ausschaut. Wir werden ihn aus der Tüte holen. Es ist ein Styracosaurus. Wie schön. Sein Name bedeutet Reptil mit Stacheln. Er hat vor 75 Millionen Jahren in Nordamerika gelebt. Was fällt dir am meisten bei ihm auf? Sein Kopf? Mir auf jeden Fall. Schau, er hat einen Schnabel mit Zähnen. Weißt du, wofür er die Zähne benutzt hat? Um die Pflanzen in Stücke zu beißen, denn der Styracosaurus war ein Gemussmensch und er hat Pflanzen zerkleinert. Er hatte auch ein Horn auf der Schnauze, wie die Nashörner. Und dieser auffällige Schuppenkranz mit dicken Stacheln außen. Sein Körper und seine Beine waren robust. Er erinnert mich wirklich sehr an ein Nashorn. Waren das vielleicht seine Vorfahren? Anscheinend ist er sehr gerne in einer Gruppe von einem Ort zum nächsten gegangen. Er war wirklich gerne bei allen. Nun gut, lassen wir einmal die Dinosaurier eine Weile spielen. Ich gehe, aber davor abonniere unseren Kanal von Tateti Toys. Es gibt noch sehr viel Spielzeug zu entdecken.